Hey liebe Let's Dance-Fans, heute haben wir super spannende Neuigkeiten für euch. Unsere Lieblingsprofitänzerin Christina Henny und ihr Mann Luca Henny sind Eltern geworden. Christina verkündete stolz auf Instagram: Unsere Familienband hat eine neue Bandleaderin. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist ein Mädchen. Sie schrieb weiter: Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben. Wir genießen unsere gemeinsame Kennenlernzeit und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns drei, so schön. Aber was bedeutet das für ihre Karriere? Natürlich betrifft Christinas Babypause nicht nur Let's Dance, sondern auch ihre anderen Projekte. Seit 2023 moderieren Christina und Luca in der Schweiz gemeinsam Das Zelt, eine Show, die jungen Künstlern eine Bühne gibt. Seit März musste Luca allerdings ohne Christina auskommen. Doch keine Sorge, Christina hat bereits angekündigt, dass sie ab dem 7. September wieder zurück sein wird. Bis dahin steht ihr Mann Luca alleine auf der Das Zelt-Bühne. Und was bedeutet das für Let's Dance? Wir können hoffen, dass Christina 2025 wieder als Teil des Profitänzer-Ensembles bei Let's Dance dabei ist. Ob das wirklich so sein wird, erfahren wir Anfang des nächsten Jahres, wenn der neue Cast verkündet wird. Natürlich haben auch viele Stars und Promis ihre Glückwünsche unter dem süßen Familienfoto hinterlassen. Katrin Menzinger schrieb: Herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben, genießt die Zeit. Und Isabel Edwardsson, die kürzlich selbst zum dritten Mal Mutter wurde, schickte ebenfalls liebe Grüße. Auch Alexandru Ionel, Ekaterina Leonova, Felix von Jaschow und viele andere haben ihre Freude ausgedrückt. Luca Henny postet Stolz in seiner Instagram-Story. Stolzer Papa. Christina bedankte sich bei ihren Fans: Ich möchte mich für alle Glückwünsche bedanken, die in den letzten Tagen bei uns eingingen. Es ist einfach wunderschön. Ich habe in den letzten Tagen alle Gefühle erlebt, die man erleben kann. Es war sehr, sehr intensiv. Jetzt geht es erstmal darum, alles zu verarbeiten, körperlich und mental. Momentan genießt sie die Kuschelzeit und das Kennenlernen ihres kleinen Wunders. Bleibt dran, um mehr über Christinas Rückkehr und die süße Familienzeit zu erfahren. Abonniert unseren Kanal und lasst uns einen Daumen hoch da, wenn ihr euch auch so über diese tollen Neuigkeiten freut.